So. Mal gucken, wo denn hier das Ding ist. Da ist die Brücke. Das muss ja ganz da oben sein irgendwie. Ach, das ist diese komische Stelle, wo man nicht genau weiß, wie man hinkommt. Das war doch irgendwie... Hier kommt man nämlich nicht hoch, glaube ich. War das nicht sowas? Ja, genau. Hier ist so eine unsichtbare Wand. Warum auch immer. Da könnte man so leicht hochsteigen. Und das funktioniert nicht. Und dann muss man hier irgendwie den da machen. Ja, genau. Jetzt bin ich wieder runtergekracht. Man muss da über diese paar Zacken springen. Und dann kommt man da auch hin. Man könnte aber auch eigentlich problemlos oben rumlaufen. Das verstehe ich nicht, aber... Wer bin ich schon, dass ich was verstehe? Das sind hier hochbezahlte Entwickler, die das hier gemacht haben. So, und rüber. Na, das geht. Aber da oben lang gehen, gehen nicht. Also, verstehe ich nicht. So, diesmal ohne Absturz. Ein Blick auf eine schöne bergige Landschaft mit ein paar Bäumen. Das könnten auch die Alpen sein. Ohne Schnee. So, zurück zum Wesentlichen. Weil da hinten, ne, da könnte doch was sein, aber da ist nichts. Ich habe schon probiert, hier überall lang zu gehen. Das ist alles mit einer unsichtbaren Wand, ja, versiegelt. Warum auch immer. So, was haben wir hier unten? Da ist noch etwas. Hier ist noch ziemlich viel so Fitzelkram, sehe ich gerade. Da und hier oben und hier im See ist auch noch eins. Also machen wir jetzt wirklich die Biege da unten lang. So, kommt man da hoch. Das sieht doch gut aus. So, ab ins kühle Nass. Und hier hoch. Genau. So, was ist näher? Das ist in der Mitte. Ja, genau. Hier ist ein Dörfchen. Oh, hier ist noch ein Event. Was ist das da? Ach, so ein Holzfederlager. Alles klar. Mühle des schwarzen Barl. So, und da ist ein Event. Gebt Orson Komponenten für seinen ettinbeständigen Anzug. Ah, und eine Herzenaufgabe. Helft Forscher Bram mit seiner Forschungsausrüstung. Aktiviert die Überwachungsausrüstung, belebt die Forscher wieder und dezimiert die Ettin-Population. So, da ist ein Ettin-Aufspürer, okay. Den kann man aktivieren. Oh. Da auch hinüber. Komm, verstirb doch endlich. Der hat irgendwas gedroppt. Ein Haarball. Toll. So, und zack. Jawohl. So langsam kriege ich Übung hier im Ausweichen. Ich meine, ich habe schon... ein gewisses Training im Ausweichen. Ich habe jetzt lang genug den Waldhofer gespielt. Auch mit dem Großschwert und Schwert-Fackel-Kombination. Und da kann man schon seine Reflexe gut trainieren. Oh, aber jetzt hier mit dem Nekromanten werde ich sie perfektionieren. Ich werde der geborene Ausweicher sein. Aber ich brauche, glaube ich, mal bald eine neue Axt oder sowas. Ich hoffe, mal droppt. Mir droppt mal sowas. Hoffe ich mal. Hier ist noch so ein Teil. Eine Kamera, hä? Abfallhaufen. Wow, noch mehr Ettins. Tja, wir kloppen Ettins.
Bis zum geht nicht mehr. Und es droppt alles Mögliche, außer... Oh, hoppla. Außer eine passende Axt oder sowas. Das wäre doch mal schön, wenn man hier was bekäme, was man auch einsetzen kann. Aber nein. So läuft das hier nicht. Man bekommt alles, außer das, was man gebrauchen könnte. Oh, da ist noch jemand. Ha! Aus dem Augenwinkel gesehen. Reflexe wie ein Biest. Boah, stirb doch endlich. Geht nach Hause. So, da ist ein Forscher. Da ist noch mehr Ettins. Ja, kommt mal alle her. Wie sie peinen. Da hat er mich erwischt. Das habe ich nicht gesehen. Die halten ganz schön viel aus plötzlich. Was ist denn los hier? Ach, meine Dings sind down. Meine Diener hier. Irgendwie verstärken die sich, kann das sein? Ach, steht da ja auch. Schlägt nieder, versteckt sich selbst, hebt Betäubung auf. So, jetzt aber. Komm auf den letzten. Mach den platt. Geht's da weiter, da hinten? Ja, Gesundheit. So, was haben wir hier? Schmiere. Platsch. Ah, Vergiftung. Da ist noch einer. Ich komme hier gar nicht weiter. So, die machen das schon. Oder auch nicht. Irgendwie dauert das Ewigkeiten hier. So, jetzt aber. Doch ein Forscher wiederbeleben, dann haben wir es auch fast geschafft. Ja, das finde ich auch. Gibt es hier irgendwas zu holen? Nö, gell? Hier ist alles erkundet, alles klar. Können wir jetzt auch durchlaufen und können dem Typen, da vorne ist er, okay. Wir haben jetzt auch genügend Haarballen eingesammelt. So, was ist denn hier? Noch eine Sehenswürdigkeit. Zweiköpfige Weiden. So, da ist Eisenerz. Mal schnell mitnehmen. Nein! So, schnell aufsammeln. Ich will nur die Goodies haben. Ja, das gibt's doch nicht. So, okay. Weiter geht's hier auf dem Pfad der Tugend. Voll gespickt mit Ettins. Sind wir gleich durch. So, da wieder runter. Ach, und hier ist wieder unser Nekro-Kollege. Ist ja lustig. Macht vielleicht das gleiche gerade wie wir, hä? Let's playen und hier das Gebiet erkunden. So, hallo, da. Ettin-Abfall? Ja, ich habe Ettin-Abfall. Bitteschön. Widerlich. Er ist perfekt. Ja, es ist schön, dir eine Freude mit Müll zu machen. So, da unten haben wir noch was und da oben. Kiefernschössling. Kiefernschössling.
War wieder Meister, Holzfäller, Axt, ne? Nein, ich bin im Kampf. Ach, so ein Dreck. Weil meine Minions da einfach angreifen. Das ist ja Unverfrorenheit. Na gut, ich kann sie nicht verübeln. So, wo ist jetzt die schöne Axt? Meister Holzfäller Axt und her mit dem Kiefernschössling. So. Ah, ein Schrein des Wolfs, hä? Wolfpfotenschrein. Okay. So, dann haben wir eigentlich den gesamten südlichen Sektor. Ich weiß, das gehört, glaube ich, nicht dazu, oder? Das gehört woanders hin. Ich glaube, hier zu dem Gebiet. Bin jetzt nicht sicher. Werden wir dann sehen, wenn wir wieder suchen. So, Event geschafft. Huch! Wo bin der her? Was ist denn das? ist er wirklich großartig. So. Einfach laufen. Einfach geradeaus. Alles geradeaus gehen. Okay. Jetzt haben wir hier oben das Gebiet. Noch komplett offen. Schneekirsche wieder. Die Wespe. Und jeder, der mit dem Gedanken spielt, sich eine Waffe herzustellen, also sei es eine aufgestiegene oder nur eine exotische oder gar eine legendäre, das ist das, was jetzt auf dem Plan bei mir steht. Mal gucken, was ich mir da machen werde. Die ganzen Mats, die ihr sammelt. Ich weiß nicht, also ich habe nie Zeug gekauft und ich habe auch nie Zeug irgendwie gehandelt. Ich weiß nicht, wow, war das knapp eben gerade. Puh. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man den ganzen Kram sammelt und nicht verkauft, dass man damit am besten fährt. Weil selbst wenn man 3 Stacks von irgendwas hat, was dann irgendwo liegt, irgendwann wird das so viel wert sein, dass es sich dann lohnt, es zu verkaufen. Ich habe jetzt viel Gewinn machen können durch die Seidenballen-Stacks. Da habe ich jetzt die letzten Tage einige verkauft und habe da insgesamt, weiß nicht, 7 bis 8 Gold gemacht. Also es war schon ein ganz guter Satz. Vorher hat man für so einen Ballen wesentlich weniger bezahlt. Und durch diese Explosion, durch diesen, naja, ich will es nicht Bug nennen, aber es gab die Möglichkeit, im Aktionshaus günstige Materialien einzukaufen, die dann in der mystischen Schmiede umzuwandeln. Gut, ich meine, es war natürlich auch insofern teuer, weil man den kristallinen Staub braucht und die Steine der Weisen, die man mit Fertigkeitspunkten kauft. Also ist eine relativ teure Sache. Aber zumindest bezahlt man ja für die Fertigkeitspunkte nichts. Die bekommt man nur, die muss man nur farmen. Wie verrückter. Oder halt diese Schriftrollen benutzen, die es ja jetzt kürzlich auch als Drop gibt. Komme ich da hin? Muss ich da hoch? Klappt das so? Ist ein bisschen steil, hä? Aber es geht. Ah, es geht. Irgendwie ja und irgendwie nein. Okay. Ja, und man konnte dann diese Materialien konvertieren. Das heißt, man nimmt einen Stack von einem Material, nimmt, ich glaube, 5. Man braucht 50 Einheiten von dem niedrigstufigen Material, 1 von dem höheren Material. Steine der Weisen. Weiß nicht, ich glaube 5 oder 10 Stück. Ich glaube 5 Stück. Und 5 Haufen kristallinen Staubs. Und daraus kann man dann eine gewisse Menge, also mit Glück hat man natürlich dann mehr, mit weniger Glück entsprechend weniger, kann man sich dann das Zeug in höherstufiges Material konvertieren.
Und man konnte es dann teurer verkaufen als der Gesamtwert der